Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist ein Update-Video zur Korrelation. Fällt das britische Pfund gegen den Schweizer Franken, steigt Euro-GBP, so zumindest die übliche Thematik. Hier auch kurz zur Reflexion, wir befinden uns immer noch innerhalb des großen abwärtsgerichteten Trendkanals. Wir hatten darüber gesprochen, dass wir im Monatschart diese potenzielle Umkehrkerze haben. Und innerhalb der letzten Analyse befanden wir uns noch in dieser Monatskerze. Ist ja klar, das war noch im April. Dann haben wir gesagt, okay, wenn jetzt nochmal runterkommt, ja, wenn wir das Ganze nochmal ein bisschen short traden, dann muss er hier schon liefern, dann muss er eigentlich wirklich aus diesem Trendkanal ausbrechen und auch dieses Umkehrformationstief bei ca. 0,70 short brechen, damit wir hier wirklich wieder in die Short-Thematik kommen. Denn wir haben das Ganze sehr, sehr lang getradet von sehr, sehr lange Short getradet, schon ab den 0,7860, haben unsere Gewinne mitgenommen, beziehungsweise die Short-Positionen geschlossen alle. Und auf diesem Niveau jetzt nochmal sich großflächig zu positionieren, da muss schon mal ein bisschen was passieren. Dann haben wir zwei Szenarien festgelegt. Erstens entweder er bricht hier wirklich durch, was wir auch ein bisschen Short mitgetradet haben, oder er kann sich stabilisieren innerhalb der bei den 0,7130 circa hatten wir ein großes Unterstützungsniveau, Multi-Jahres-Basis von ab 2003 schon und natürlich hier auch diese obere Trendkanalbegrenzung. Und da haben wir gesagt, okay, wenn er sich hier stabilisieren kann, dann traden wir das Ganze long mit. So auch geschehen. Da müssen wir bloß mal in den kleineren Timeframe gehen. Hier im Daily Chart sieht man es sehr gut. Ja? Wir hatten hier, als er aus dieser Double-Top-Formation ausgebrochen ist, haben wir hier den Retest mitgenommen und haben darauf spekuliert, okay, dass er dieses Ausbruchstief bricht. Das hat er getan. Wir haben nochmal beim Retest nachgekauft und haben gesagt, okay, wenn er hier dieses Tief bricht, dann haben wir erstmal die Projektionshöhe der Double-Top-Formation im Blick. Das heißt, bis zu den, ja, was ich eingezeichnet habe, bis zu den 0,7060. Und dann darüber hinaus, wenn er auch das hätte brechen können. Er konnte sich aber stabilisieren. Hat hier so eine, er hat hier den Tagesschlusskurs oberhalb der dieses kleinen Railroads hier geschlossen. Und das hat, ja, folgt man natürlich der üblichen Verfahrensweise, die wir auch sonst immer angehen in solchen Situationen, dass wir da natürlich umschwenken müssen auf die andere Richtung. Also ein schöneres Signal gibt es ja in diesem Moment nicht. Und wenn man das sich im H4 anschaut, hatte man auch genügend Zeit, hier nochmal den Retest als Buy-Limit zu nehmen. Hier, wie gesagt, das war jetzt im Daily Chart unsere Railroad-Situation bzw. das erste Tief. Allerdings habe ich jetzt diese Position nicht mehr. Das heißt, ich habe zwar hier diesen Retest noch mitgenommen, habe aber bloß bis zu dem Double Top das mitgenommen. Ich habe auch nicht hier diesen Ausbruch noch mitnehmen können. Ich habe es wirklich bloß auf dieses Double Top begrenzt bei ca. 1,7350 hier an diese, ich sag mal, ehemalige Range-Unterkante. Ich meine, das sind trotzdem 200 Pip, das reicht schon. Aber ja, ich kann ja nicht jede Position hier 3 Jahre halten, deswegen habe ich mich erst einmal darauf beschränkt. Hier müssen wir jetzt schauen, okay, wenn wir von der Long-Richtung partizipieren möchten, wie gehen wir davor? Und da würde ich sagen, wir zeichnen uns mal hier diese schöne Trendlinie ein, die relativ deutlich ist, das muss man schon so sagen. Das durch diese zwei Hochs markiert, kommen hier an so eine schöne Clusterzone bei ca. 0,7280, 0,7290, sowas in der Richtung. Wir haben hier also den Daily 50er, 55er, den 10er IME, was sich hier alles schön aufreiht. Und selbstverständlich müssen wir den Daily 50er, 55er noch einmal antesten, damit wir wirklich die Bestätigung haben, dass wir hier drüber sind. Außerdem, wenn man jetzt mal ein bisschen genauer hinschaut, sieht mir das, könnte das auch eine Art inverse SKS sein. Wir sehen ja, wir hatten hier einen Abwärtstrend, einen sehr, sehr dynamischen Abwärtstrend, der hier circa jetzt diese 760 Pip läuft. Das heißt, wir könnten eine inverse SKS bilden, weil wir dann eine Trendumkehr sehen. Eine SKS kann bloß bei einer Trendumkehr, ist eine Trendumkehrformation. Und da brauchen wir natürlich vorher einen Trend, den es umzukehren gilt. Und den haben wir, beziehungsweise hatten wir. Also jetzt diesen Bereich hier anzutesten, ist sehr, sehr spannend, um dann die Projektionshöhe der SKS oder potenziellen SKS mitzunehmen. Ich würde es vielleicht ein bisschen breiter machen, diesen ganzen Neckline-Bereich bis, ich würde sogar so weit gehen, dass wir hier sogar diese 0,72
2020, 2050 nochmal ins Auge fassen, falls wir hier scheitern sollten. Ja? Auch hier wieder die Alternative, muss nicht unbedingt gleich ein Beile mit rein. Man kann durchaus erst einmal warten, was er an dieser Zone macht. Ja? Einen kleinen Spike drunter setzt und dann drüber schließt. Dann wäre nämlich dieser kleine Spike unser, oder unterhalb des kleinen Spikes dann unser Stop-Loss-Niveau, also sehr, sehr gut handelbar. Ausdehnung der potenziellen SKS, sage ich vorsichtshalber, sind circa ja, 400 Pip. Also ab diesem Ausbruch hier nochmal 400 Pip hoch, kommen wir circa in den Bereich der 0,77. Jetzt habe ich gerade die Pause-Taste gedrückt und weiß nicht mehr, wo ich aufgehört habe. Ich würde es nochmal kurz reflektieren. Wir haben also hier diese potenzielle inverse SKS. Wir hatten einen schönen Abwärtstrend, dementsprechend kann auch eine inverse SKS entstehen. Denn eine SKS ist nun mal eine Trendumkehrformation. Wir brauchen vorher einen Trend. Den gab es, den gibt es und wir haben gute Gründe, dass sich dieses Verhältnis jetzt hier ein bisschen umkehrt, beziehungsweise auch diese, ja, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir hier an diese Trendkanalunterkante gestoßen sind und diese auch Bestand hat, dieser Abpraller, oder momentan erstmal Bestand hat, haben wir hier gute Chancen, dass diese inverse SKS funktioniert. Den Einstieg haben wir jetzt geplant bei ca. 0,7, 0,7280, 0, ja, was haben wir hier, 0,7270, sowas, diese ganze Richtung. Also hier warten wir mal, was er hier macht an diesem Bereich. Eine Ausdehnung von ca. 400 Pip hat er. Das heißt, Ziel wäre dann die 0,77. Und das bringt uns hier in den Bereich des Weekly 50er, 55er EMA, beziehungsweise dieser aufsteigenden Trendlinie im Monatschart. Wir hatten da schon mal in einem Webinar, in einem vergangenen Webinar drüber gesprochen. Wenn er hier wirklich abprallt an dieser Trendlinie, dass wir diese Bewegung mitnehmen wollen bis zu dieser Trendlinie und uns dann hier wieder neu positionieren. Das heißt, wenn er dann unter dem Weekly 50er, 55er schließen sollte, dann können wir uns weiter short orientieren und das Ganze wieder in die übergeordnete Trendrichtung traden. Ansonsten, wenn er durchbricht, halten wir hier den Long und ja, spekulieren mal auf das Austesten oder das Ausreizen dieses gesamten Trendkanals. Gut, in diesem Sinne höre ich jetzt mal auf mit dem Morning Statement. Es ist heute sehr, sehr lang geworden. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen heute Abend im Dienstags Live-Webinar. Ansonsten bitte dran denken. Anmeldung für das Online-Coaching, wer im Mai noch beginnen möchte, bitte zeitnah. Ich habe schon einige Anmeldungen und möchte nicht so viele Teilnehmer annehmen, damit ja, damit es einfach nicht zu viel wird. Gut, bis dahin, schönen Trading-Tag.